Guten Morgen. Zum Frühstück gibt es jetzt bei mir eine große Schüssel Erdbeeren. Die habe ich so ein bisschen mit Xylit gezuckert und eine Weile stehen lassen, damit sie ja so ein bisschen Wasser ziehen. Ich finde die dann immer noch mal richtig leckerer. Und dazu gibt es schwarzen Tee mit einem Schuss Sojamilch. Das habe ich mir in Japan irgendwie total angewöhnt, so Sojamilktee zu trinken. Das ist ja sehr lecker. Guten Morgen. Der Fokus will heute Morgen noch nicht so ganz. Es gibt bei mir, hey, ist das der Dampf, wieder eine Kanne Tee. Da kippe ich mir noch ein bisschen Sojamilch rein. Da habe ich diesmal einmal Ceylon Assam, also einen Schwarztee und einen Yogi-Tee Sweet Chai. So, das darf aber noch ein bisschen ziehen. Ich habe gemerkt, wenn ich da Milch reinkippe, dann darf das ruhig ein Stückchen stärker sein, der Tee. Und dann habe ich mir noch einen grünen Smoothie gemacht und der hat echt eine tolle grüne Farbe heute. Da ist unter anderem diese Melone drin, die man da sieht, also eine Hälfte davon. Und Banane, Orange, Spinat und frisches Weizengras. Und für den Geschmack noch ein bisschen Ingwer, Limette und Pfefferminze. Ja, und einfach mit Wasser. Guck doch mal, wer da in meinem Bettchen liegt. Seit wir wieder da sind, ist die so verschmust und verkuschelt und macht auch so lustige Geräuschchen. Und liegt leidenschaftlich gerne in meinem Bett und harrt mein Bett voll. Aber wir haben sie die letzten Tage richtig ordentlich durchgekämmt, durchgebürstet, weil sie gerade ihr Winterfell verliert. Und da hätte man, ich weiß nicht, noch 5 neue Katzen, glaube ich, draus machen können, aus dem, was wir da aus dem Fell rausgeholt haben. Aber sie hat fröhlich weiterhin, ne, mein Schatz? Süße Maus. Ja, und mit dem kleinen Mausekeks hier geht's heute zum Tierarzt. Die hat nämlich am Wochenende einen richtig schweren Kampf hinter sich. Mit einer, ja, locker dreimal so großen Nachbarskatze mit viel Fell und sie hat ja kein Fell, was sie schützt. Und da hat sie jetzt eine kleine Entzündung von einem der Bisse und muss jetzt zum Tierarzt. Sie schläft jetzt auch gerade ganz viel, aber sie isst gut. Das ist das Wichtigste. Und schnurrt auch und kuschelt. Aber da muss der Tierarzt jetzt mal drüber gucken, ne, mein Schatz? Ich bin heute nach Ewigkeit mal wieder Inliner gefahren. Ich glaube, ich stand 8 Monate nicht auf den Dingern. Und entsprechend bin ich auch gefahren. Ich habe mich angestellt wie der erste Mensch. Ja. Und konnte auch nicht wirklich lange fahren, was daran lag, dass ich mich relativ am Anfang schon richtig auf den Arsch gesetzt habe. Und mir der Rücken wehtut ein bisschen. Und deswegen habe ich nach 12 Kilometern gesagt, okay, für mich reicht's jetzt. Aber ich habe jetzt Hunger noch, beziehungsweise doch, ja, Hunger. Und deswegen gibt es jetzt nochmal eine Bananenmilch. Aus einer Banane, aus Mandelmilch, Erdnussbutter und Datteln. Und was vergessen, geschälten Hanfsamen. Also ich habe das ja früher nie mit Erdnussbutter gemacht, aber seitdem ich das mal bei Pierre Kraftfutter gesehen habe und dachte mir, Erdnussbutter, habe ich gemerkt, ja, das rundet den Geschmack so dermaßen ab, dass ich das jetzt eigentlich bei Bananenmilch immer mit Erdnussbutter trinke. Bei grünen Smoothies habe ich es mich allerdings noch nicht getraut, aber da werde ich es, glaube ich, auch bald mal ausprobieren. Hallöchen! Zum Frühstück gab es bei mir die Reste der Bananenmilch, die habe ich nämlich gestern nur zur Hälfte geschafft. Und jetzt habe ich mir Gnocchi gemacht, die ich in Soße ertränkt habe, aber ich liebe Soßen. Und Instagram hat mich daran erinnert, dass es ja Gnocchi gibt und ich hatte es schon total vergessen irgendwie und ich liebe Gnocchi. Und weil sich eine Zuschauerin gewünscht hat, dass ich jetzt auch öfter mal so ein bisschen Rezept mit Ansage oder Zubereitung, fange ich einfach hier einfach mal kurz mal an. Und zwar habe ich fertige Gnocchi genommen, um so, ja, getrocknete Gnocchi quasi. Nicht die aus dem Kühlregal, weil da ist meistens Ei drin, ne? Sondern die findet ihr meistens bei den Nudeln. Die habe ich jetzt zum Beispiel aus dem Aldi, die gibt es bei Rewe und ich glaube in fast allen Läden gibt es die mittlerweile. Und die sind ohne Ei und vegan. Die muss man einfach nur kurz aufkochen, bis sie oben schwimmen. Dazu habe ich dann halb-halb gegeben, einmal Tomatenpassata und einmal Sojamilch, Sojacreme, so mit Creme Fin. Da könnt ihr auch, Sojasahne, genau, Sahne, das Wort fehlte mir. Da könnt ihr auch Hafersahne oder Reissahne nehmen. Hab dann noch Blattspinat klein gehackt und dazu gegeben und ein paar Kapern. Ja, und frisches Basilikum und das war es dann eigentlich auch schon. Ja, und das ist sehr, sehr lecker und oh, ich habe so Hunger gerade.
Es ist mittlerweile Abend. Ich komme gerade vom Sport und werde gleich noch meine zweite Portion Gnocchi essen. Ich habe nämlich vorher nur die Hälfte gegessen. Und hier seht ihr ein paar Bananenschalen von sehr, sehr, sehr reifen Bio-Bananen. Also so, wie ich sie mag, am liebsten von dem Reifegrad. Und die habe ich jetzt aufgeteilt in zwei Schälchen, jeweils drei Bananen. Und die kommen ins Gefrierfach für ein Ice Cream. Zeit fürs Abendessen und es gibt mal wieder Spaghetti mit Soja-Bolognese, der All-Time-Favorite. Aber heute ist mir die Soße irgendwie ganz besonders gelungen. Es kann sein, dass es daran liegt, dass ich das Sojahack heute auch noch mit Senf gewürzt habe. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lecker. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich war am Wochenende zu voll zum Filmen. Was es da gab, erzähle ich euch dann aber, wenn ich das Mittagessen filme. Jetzt gibt es zum Frühstück erstmal einen Smoothie und ihr seht hier mal, was ich da alles reingeschmissen habe. Und zwar sind das hier unten Mairübchenblätter. Und hier auch nochmal meine Erinnerung an ein Video vor ein paar Jahren mittlerweile, glaube ich, dass ihr vor allem im Sommer ganz gut auf den Markt gehen könnt und da einfach mal in den Marktständen fragen könnt, ob die ausrangiertes Grünzeug haben, entweder für euren Smoothie oder wenn ihr das nicht zugeben wollt, sagt ihr halt für Meerschweinchen oder so. Aber da wird vor allem jetzt aktuell ganz viel Mairübchengrün abgeschnitten. Teilweise habt ihr dann das Grün von Kohlrabi, von Blumenkohl, irgendwie Salat, der einfach zum Verkaufen nicht mehr so schön ist oder irgend sowas. Und ja, da könnt ihr euch eine Tüte mal geben lassen und das ist in der Regel auch kostenlos, weil sie es ansonsten ja wegschmeißen würden. Im Supermarkt gibt es das übrigens auch. Im Supermarkt kann man sich auch irgendwie so lose Blätter, die da rumfliegen, mitnehmen. Oder manche Supermärkte haben da auch einen Mülleimer nebendran, wo das ganze Grün drin landet. Da könnt ihr das auch euch rausnehmen, an der Kasse dann Bescheid sagen. Ja, das funktioniert auch. Dann habe ich hier auch noch frisches Weizengras und Basilikum. An Obst habe ich zwei Bananen, eine Mango und einen halben Apfel. Dann habe ich hier noch ein paar Datteln für die Süße. Ich habe ein bisschen Ingwer drin, den sieht man da. Und das gieße ich jetzt noch auf mit Wasser und ein bisschen Orangensaft. Ich mache gerade eine Wohnungsputzpause und verschönere mir die mit Rhabarber-Erdbeer-Kompott. Da habe ich gestern Neues geholt und oh, die Erdbeeren haben das so in ein wundervolles Rot gefärbt. Richtig lecker. Zum Frühstück gibt es Bananenmilch, die heute ein bisschen komisch aussieht, weil da nämlich auch Heidelbeeren heute drin sind. Und ich musste die eben durch ein Sieb jagen, deswegen sieht das Glas auch so komisch aus, weil ich einen Dattelkern übersehen habe, einen Dattelstein. Und ja, den musste ich erstmal wieder rausbekommen. Manche werden sich denken, too much information, aber es ist mir egal. Ich bin gerade in meiner Erdbeerwoche und ich habe das Gefühl, dass mein Körper in dieser Zeit denkt, du bist schwanger, du musst essen, was auch immer du unter den Finger kriegst und am besten alles zusammen. Und ja, normalerweise wollte ich gerne mir was kochen oder so und dann dachte ich immer so, nein, 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 ich muss bestellen und zwar indisch und italienisch und chinesisch und asiatisch und japanisch und hier und da und bla und oh, ich hätte am liebsten einfach alles, was es gibt, zusammengemischt. Und dann habe ich mich aber entschieden für das, was mir noch am gesündesten schien, Sushi. Und zwar habe ich Edamame, die werde ich gleich aber noch salzen. Ich habe Sesambällchen mit roter schwarzer Bohnenpaste gefüllt, genau. Sojasauce und Wasabi. Und dann habe ich Makis mit Avocado und Kürbis und Ingwer. Und ich habe gerade festgestellt, vielleicht freut es ein paar, dass Sushi mittlerweile das einzige ist, wo ich noch Avocado esse. Weil, also es ist ja immer so, die Masse macht's, ne? Also Palmöl in normalen Mengen ist gar nicht schlimm, aber die Masse macht's. Avocado in normalen Mengen nicht so schlimm, die Masse macht's. Und ja, aber bei Palmöl fällt es mir noch sehr schwer, das wegzulassen, weil es einfach nicht oder oft keine Alternativen gibt, selbst die Bio-Sachen nicht. Aber bei Avocado ist es so, dass ich mittlerweile echt keine Avocados schon länger mehr kaufe, seit Monaten jetzt. Und eigentlich Sushi wirklich das Einzige ist noch, wo ich noch Avocado esse, weil ansonsten die Auswahl an veganem Sushi halt nicht so groß ist. Und Sushi mit Avocado ist halt einfach mega lecker. Und deswegen, das ist völlig okay, finde ich. Also die eine Avocado, die ich jetzt mittlerweile noch im Heimjahr esse oder so, das ist, finde ich, echt okay. Wir fahren heute an den Bodensee, weil Freunde von uns heiraten. Und da habe ich jetzt einfach mal in meinen Smoothie alles reingeschmissen, was jetzt noch so weg musste. Den nehme ich mir nachher mit auf die Fahrt oder uns. Und zwar sind da jetzt noch zwei Bananen drin, eine Orange, ein Apfel, ein bisschen Gurke, ein bisschen Ananas. Und grün hatte ich nicht mehr wirklich was da im Kühlschrank, deswegen ist hier noch ein bisschen Gurke. Frische Pfefferminze, frisches Basilikum, Weizengras und ein Paradieschenblätter. Also der Grünanteil ist eher sehr gering da heute. Und ich habe mir jetzt auch angefangen, schon eine Snackbox zu machen. Da ist auch noch ein halber Apfel drin, der Rest Gurke, ein paar
Trockenaprikosen und da kommt wahrscheinlich dann noch ein bisschen Pumpernickel mit Simpliwi-Käse dazu. Achso, ja, kurz vorm Mixen ist mir noch eingefallen, dass ich ja hier noch dieses Pulver habe. Und das habe ich jetzt noch ein bisschen dazugegeben, damit der Grünanteil einfach steigt. Und das fülle ich mir jetzt für unterwegs zum Mitnehmen ab.